Wir erinnern heute an die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und wir gedenken der hier gedemütigten und ermordeten Häftlinge. In diesem Jahr steht die Feier unter dem Motto Zivilcourage. Ich möchte an ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Berlin erinnern. Vor 80 Jahren verschleppten die Nazis jüdische Zwangsarbeiter, Ehemänner von den Werkbänken in die Rosenstraße. Ihre nichtjüdischen Ehefrauen demonstrierten friedlich, aber bestimmt, und es gelang ihnen das Unfassbare. Die Nazis waren beeindruckt und ließen ihre Ehemänner frei. Es kommt also darauf an, im Alltag zu widerstehen und Mut zu zeigen.